Der Generalbundesanwalt wusste seit November letzten Jahres von diesem Mann, von dieser schweren psychischen Schädigung, die er hatte. Der BKA-Chef nennt es heute eine schwere psychische Krankheit. Und solche Personen dürfen keine Waffen tragen. Das ist eine Verfehlung, das ist eine schwere Verfehlung des Generalbundesanwaltes. Und daraus müssen Konsequenzen gezogen werden. Ich glaube, wir können feststellen, dass wir hier ein schweres Versagen von Sicherheitsbehörden haben, wieder einmal. Und das hat zu 11 Todesopfern geführt. Der Generalbundesanwalt wusste seit November letzten Jahres von dieser Person. Er hätte den Waffenschein entziehen können. Nichts ist passiert. Darüber müssen wir reden. Und wir müssen aufhören, diese Dinge und diese Morde parteipolitisch zu instrumentalisieren. Frag noch mal anders nach. Nichtsdestotrotz ist es ja so, in welcher Form fühlt sich mitverantwortlich für ein gesellschaftliches Klima, was Täter wie animieren könnte, etwas zu begehen, dass er sozusagen krank ist, das wissen wir. Aber es gibt ja ganz offenbar einen rassistischen Hintergrund und er könnte sich durch die Politik der AfD ermutigt fühlen. Der BKA-Chef hat heute gesagt, dass dieser Mensch offensichtlich schwer psychisch krank ist. Und psychisch kranke Personen müssen aus dem Verkehr gezogen werden, die brauchen Hilfe und die müssen entwaffnet werden. Diese Möglichkeit hätte der GBA gehabt, wäre er damals eingeschritten, wäre möglicherweise nichts passiert, auf jeden Fall nicht diese Tat mit dieser Waffe. Das heißt, es gibt keine Mitverantwortung in der AfD für ein gesellschaftliches Klima in dem Land, was tatpolitische begünstigt. Wir sehen die Gefahr, dass eine maximale parteipolitische Instrumentalisierung stattfindet, jetzt in Angesicht der Hamburg-Wahl. Wir halten das für außerordentlich gefährlich. Ich habe mir das Schreiben des Attentäters angeguckt, jawohl, und ich glaube, daraus kann jeder erkennen, dass der Mensch schwer psychisch geschädigt ist. Das kann jeder sehen und das hat auch der GBA sehen können, und zwar im November letzten Jahres bereits. Vielen Dank.